Ah, ich habe mich gerade dazu durchgerungen, doch noch eine Folge zu machen. Mal wenigstens die Folge, wie wir noch, also wie wir zurücklaufen. Die hätte ich gerne auch noch heute gemacht. Und, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß alle. Was zur Hölle? Wir werden sterben. Ist schon mal erwähnt? Das ist ja. Aber jetzt sind wir wenigstens wieder voll geheilt. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Haben wir irgendwas? Ne, wir haben zufällig nichts gefunden. Ich würde sagen, wir gehen. Ja, ich wollte ja sowieso alle Viecher noch töten. So, Leben brauchen wir keins. So, bum, 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 bum. Unaufhaltsam, ja. Prügeln uns hier einfach durch die Meute, durch dieses Ungetier und nehmen fleißig Geld auf oder verdienen fleißig Geld. So, da wir voll geheilt sind. Kann ich es mir auch mal leisten hier. Diese Zauberer. Ich hasse diese Zauberer. Ich habe sie ja schon in den normalen Dungeons gehasst. Hier hasse ich sie noch mehr. So, lass mich in Ruhe. Oder kommt hier hoch? Boah. Ach ja, Kacke. Na gut, aber ich hab's überlebt. Finde ich gut. So, hier oben ist ja nichts mehr. Und ja, wir gehen jetzt mal hier runter. Bestimmt gleich wieder die Viecher. Was? Jetzt kommen von rechts die Viecher. Werden mit den Rückwärtsdingern schon wieder besiegt. So, alle besiegt. Juhu. Dann können wir natürlich auch noch den Rest hier unten noch mitnehmen. Irgendwer muss doch jetzt mal auch mal die Gegenstände fallen lassen. Ich will Gegenstände. Ich will alle Gegenstände haben. So, hier scheint nichts mehr zu kommen. Schade. Ich hoffe ja, wenn wir jetzt einmal hier durchlaufen, das reicht, damit wir alle Gegenstände bekommen, die uns noch fehlen. Hey, warum von unten? Was ist denn mit denen los? Merkwürdig. Komische Pilze. So. So, ja. Ja, so. Irgendwie nervt mich das gerade schon selber. Muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren, dass ich das nicht mehr sage. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Hier kommen ja nochmal wieder recht viele Viecher. Oh, diese Zauberer. Nein! Da sind wir wieder besiegt. Und. Oh ne. No. Und haben nichts bekommen. Wo kriege ich denn die Gegenstände? Oder ist das vielleicht auch so einprogrammiert, dass man nicht alles kriegen kann? Aber ich meine, als ich das beim ersten Mal durchgespielt habe, hatte ich hier, glaube ich, alles bekommen.
Seltsam. Also wenn ich jetzt nochmal sterben sollte... Das Geld brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Falls ich jetzt wirklich nochmal sterben sollte, dann würde ich vorschlagen, dass ich einfach durch das Portal gehe. So. Eben. Aber was soll's. Oh, ich hasse diese... Diese Viecher sind ebenso nervig. Leben, Leben. Ich bin stinkreich. Ist hier unten noch irgendwas? Offensichtlich nicht. Na gut. Dann werden wir mal die Killerpilze noch und die tollen Spinnentiere eliminieren und dezimieren. Werden wir niemals brauchen. Und es nützt uns einfach nichts, weil wir uns nicht so viel kaufen können, weil ja. Ja, jetzt gehe ich hier unten speichern. Komme ich wenigstens hier unten wieder. So, jetzt werden die Gegner wenigstens auch wieder ein bisschen leichter. Hoffe ich doch. So, hier drüben immer noch ein paar Fledermäuse, glaube ich. Da kann ich mich schön wieder hochheilen. So. Fledermäuse. Lass leider keine Gegenstände fallen. Ich will doch nur die letzten Gegenstände haben. Es fehlen ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gegenstände, mehr will ich doch gar nicht. Jetzt mach doch mal. Und wir sind ja auch gleich schon wieder am Anfang des Levels, des Dungeons. Das sind alle nur Geld. Geld ist zwar gut und Geld regiert auch die Welt, aber bringen tut's mir im Moment recht wenig oder herzlich wenig. So. Bom, bom, bom.
Ja, was könnte ich denn jetzt noch so erzählen? Ich habe gar nichts zum Erzählen jetzt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so lange dauert, dass ich alles bekomme. Für Steinschaden machen. Lass doch mal einen Gegenstand fallen. Junis. Jetzt mach doch mal. Waren hier am Anfang überhaupt noch so viele Gegner? Ich glaube ja nicht. So viele Spinnen. Ja, ein Gegenstand. Die Unterhose des Unfesselbaren. Plus 250 Furchtresistenz. Warm und bequem. Ja, dann. Da mache ich mir doch vor Freude ins Höschen. Also, ihr Spinnen, ihr gefällt mir. Lasst mal schöne Gegenstände fallen. Haben wir ja auch noch ein paar Fledermäuse. Ja! Das Heldenrelikt plus 0,001% kritische Trefferrate. Ja, dieses unglaubliche Artefakt verhilft uns jetzt natürlich zu ungeahnten Kräften. Ja, ich sehe gerade, wir sind bei 12 Minuten. Ich guck noch eben, weil hier unten war ja sowieso der Anfang. Dann 3 Gegenstände fehlen uns noch, ich glaube. Ich gehe hier jetzt nochmal raus und mache in der Überwelt. Mache ich einen. Sozusagen einen Cut. Und ja. Oh, die Minikarte haben wir jetzt auch hier draußen. Das finde ich gut. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und man sieht sich. Tschüssi!